Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin heute wieder unterwegs in einem meiner Lieblingswälder. Ich möchte mal schauen, was es hier so zu finden gibt. Es hat die letzte Zeit sehr, sehr viel bei uns geregnet. Da müssten eigentlich die Pilze sprießen. Ich nehme euch wieder ein Stückchen mit. Let's go! Als erstes nach dem ausgiebigen Regen zeigen sich jetzt hier die Käsepilzchen. Die Käsepilzchen sind ganz, ganz kleine, ja, Folgezusätze auf Nadelstreu. Und die Hüte sind so maximal, ja, 0,5 cm im Durchmesser. Ja, wir gucken die uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also man sieht, die sind wirklich sehr, sehr winzig. Die haben einen sehr, sehr langen Stiel. Der Stiel ist oben Richtung Spitze heller und wird unten immer dunkler. Er ist auch zerbrechlich, aber trotzdem wirkt er wie so borstenartig, also so richtig, ja, so borstig halt. Ja, und wenn wir uns das anschauen, oben hat er so einen dunklen Nabel, das Käsepilzchen, und wirkt auch wie so ein Fallschirm. Und von unten kann man sehen, wie schön diese Lamellenstruktur erscheint. Die sind sehr, sehr weit auseinanderstehend. Und die bilden ja wie so ein Kragen, wie so ein Collar nennt man das. Ja, kann man hier ganz gut erkennen. Ab und zu findet man jetzt auch schon so Eierschalen hier auf dem Boden. Ich habe schon weiße gefunden. Und hier haben wir so ein bisschen so grünlich, türkis, mit so ein bisschen bräunlichen Einschlüssen. Da weiß ich leider nicht, was das für ein kleiner Vogel war, der da geschlüpft ist. Aber ich finde, sieht hier wunderschön hier aus. Passt die Luftfeuchtigkeit und allgemein die Feuchtigkeit im Wald, kann man jetzt immer wieder schöne Schleimpilze erkennen. Hier haben wir die gelbe Lohblüte. Die gelbe Lohblüte wird zu den Schleimpilzen gezählt und man sieht hier, wie dieses Schleimpilz sich über das Substrat fortbewegt. Könnt ihr das erkennen? Der kriecht so praktisch hier drüber. Das ist ganz, ganz typisch für die Schleimpilze. Ja, die kriechen praktisch über das Substrat drüber und ernähren sich dann von einzelligen Lebewesen oder auch von Bakterien. Ja, hier kann man das wunderschön sehen. Der hat so eine, ja, wie so eine blumenkohlartige Struktur. Da ist die gelbe Lohblüte doch sehr, sehr jung. Und hier seht ihr mal, wie klein der eigentlich ist. Da kommt gerade eine Ameise. Das sieht doch toll aus, oder? Ja, wunderschön. Ja, die gelbe Lohblüte, wie gesagt, gehört zu den Schleimpilzen. Und ja, die vermehren sich auch über Sporen, deswegen wird es den Pilzen zugeordnet. Ja, wunderschön. Und am gleichen Stamm, hier also richtig vermoderten Stümpfen, finden wir den geweihförmigen Schleimpilz. Ja, da kennt man der Name ist Programm, also diese kleinen Strukturen verzweigen sich so geweihartig und deswegen nennt man diesen Schleimpilz so. Ja, wunderschön hier an diesem alten, verrotteten Stumpf. Da müsst ihr immer gucken, wenn es so richtig moderig ausschaut. Da findet man jetzt ganz oft die Schleimpilze und sogar hier beide an einem Stumpfen zusammen. Schaut mal hier, hier ist meine alte Pfifferlingsstelle, die ich letztes Jahr entdeckt habe. Und hier, schaut her, da kommen die ersten kleinen Knubbel von Pfifferlingen hoch. Schaut mal her. Ja, soll es noch mal richtig schön regnen die nächste Zeit. Und dann habe ich hier wieder ganz viele kleine. Oh, da geht es so weiter. Schaut her. Da überall die kleinen gelben Bäuchte. Ups, meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Moment. Hier überall Pfifferlinge. Ja, das war letztes Jahr schon diese Stelle. Die sind allerdings nie weiter gewachsen, als es so trocken war. Aber das schaut doch gut aus. Schaut mal, wie süß. Und hier geht es so weiter. Seht ihr das? Überall frisches Wachstum von den Pfifferlingen. Ja, wunderbar. Und hier drüben, da auch. Ja, überall sprießen die jetzt hier. Wunderbar, es geht los. Ich hoffe, dass die noch größer werden hier. Schaut mal her, da kommen die nächsten.
Ja, also da gucke ich noch mal so in einer Woche her und dann schaue ich mal, wie die gewachsen sind. Ja, und hier ist alles voll mit solchen kleinen, ja, so bis zu 5 mm im Durchmesser sind jetzt die Köpfe ungefähr, bis so 1 cm. Schauen wir mal, wie es nächste Woche hier ausschaut. Auch jetzt können wir noch Pilze finden, die die Feuchtigkeit gut anzeigen. Und zwar haben wir hier einmal den abgestutzten Drüsling. Ja, wir sind jetzt hier in so einem kleineren Waldabschnitt, wo sehr, sehr viele junge Eichen rumstehen. Denen geht es hier natürlich nicht so gut, wie man sieht. Und da kann man ganz oft den abgestutzten Drüsling finden. Ja, da kann man ganz gut erkennen, die sind so richtig labberig, so richtig gelatinös. Ja. Die wachsen dann wirklich, wenn die Feuchtigkeit stimmt, wenn es viel geregnet hat und schaut, bis da hoch wachsen die. Ja, alles, was ihr da schwarz seht, sind alles abgestutzte Drüslinge. Den abgestutzten Drüsling können wir uns jetzt auch noch mal von der Nähe anschauen. Also man sieht, er hat so eine dunkelbraune bis leicht ja schwärzliche Farbe kann der annehmen, je nachdem, ob er recht aufgequollen ist oder ob er ja eher ausgetrocknet ist. Hier kann man ganz gut erkennen, dass er so kleine warzenähnliche Strukturen auf der Oberseite hat. Ja, das kann man ganz gut erkennen. Sieht so ein bisschen warzig aus. Hier haben wir auch noch mal ein sehr aufgequollenes Exemplar. Da kann man auch noch mal so diese warzigen Drüsen sehen und von der Oberseite, von der Unterseite wirkt er eher matt und so ein bisschen aderig, runzlig. Kann schon ein bisschen an ein Judasohr auch erinnern. Allerdings ist er hier viel, viel fleischiger, ja. Und diese typischen, ja, so Drüsen, diese warzenähnliche Strukturen hat das Judasohr auch nicht. Ja, und das geht hier so richtig weiter. Hier ein bisschen eingetrocknet, wirkt er eher schwärzlich. Ja, und hier überall wachsen die jetzt raus. Das heißt, die Feuchtigkeit passt eigentlich wunderbar hier im Wald. Und hier zeigt sich wieder ein Schleimpilz. Und zwar sieht es aus wie ein Fadenkeulchen. Das sieht aber, also ich kenne Fadenkeulchen eigentlich nur in Weiß. Und das hier wäre ein gelbes Fadenkeulchen. Ja, sehr, sehr interessant. Also habe ich so in der Farbe noch nie gesehen. Aber es ist typisch ein Fadenkeulchen. Also es sind so kleine, ja, knopfige Enden, die auf so kleinen, wie so Stielen sitzen. Also es müsste sich definitiv um ein Fadenkeulchen handeln. Aber in der Farbe kenne ich das so nicht. Sehr, sehr spannend hier, dieser Fund. Da recherchiere ich nochmal nach. Natürlich dürfen heute auch die Blutmilchpilze nicht fehlen. Ja, auch ein typischer Schleimpilz und der bildet so kugelige Strukturen aus. Ja, hier in einer wunderschönen, leuchtend lachsroten Farbe. Und schaut mal, diese körnige Struktur, die da aufweist, diese einzelnen Fruchtkörper, ist doch wunderschön, oder? Wahnsinn. Also die gefallen mir so extrem gut. Wunderschön und die kann man auch von Weitem schon leuchten sehen. Hier habe ich jetzt so ein schönes Einzelexemplar gefunden und da kann ich euch mal zeigen, warum der Blutmilchpilz Blutmilchpilz heißt. Ja, und zwar hat er, wenn er jung ist, so wie hier, eine leuchtende, ja, so orange-rote bis pinke Milch. Schaut her. Da. Ja, das ist typisch und auch namensgebend. Ja, der Wind frischt jetzt hier ein bisschen auf. Und was ich heute schon gesehen habe, vor uns am Straßenrand sind momentan Leute unterwegs. Ich schätze, es sind auch Jäger dabei. Und die schauen gerade mit Drohnen, ob sich Rehkitze in diesem hohen Gras hier verbergen. Und ja, und die lassen dann praktisch hier, wie es da vorne jetzt zu sehen ist, einfach so ein Streifen dann übrig. Ja, beziehungsweise sie retten sie auch. Ich habe sie auch mit Körben schon gesehen. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass darauf geachtet wird, dass die Rehkitze nicht unter so ein Mähdrescher oder unter so ein, ja, so ein Mähwerk geraten, weil da gibt es echt so böse Bilder, die ich schon gesehen habe im Netz,
deswegen vielen, vielen Dank an alle, die sich darum kümmern und mit Drohnen nach diesen kleinen, süßen Lebewesen suchen. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt noch ein Stückchen rein. In den anderen Waldabschnitt habe ich schon wieder Blutmilchpilze gefunden. Ja, hier sind sie auch in einer wunderschönen Farbe. Also die können ein bisschen dunkler sein, die können auch ein bisschen heller erscheinen, je nachdem. Also die gibt es in vielen verschiedenen Farbschattierungen. Aber wunderschön, wie sie hier auf diesem Holz thronen. Und die sieht man wirklich schon von Weitem, diese Farbtupfer hier im Wald. Unglaublich. Also Schleimpilze faszinieren mich eh sehr. Und wieder Blutmilchpilze. Und schaut mal, die sind hier deutlich heller. Ja, die sind so richtig, ja fast schon ein bisschen beige. Ja, hier auch, ne? Also die sind nicht immer so richtig krass rot, wobei sie mir da natürlich am besten gefallen. Aber hier können die auch so leicht rosa werden, so leicht orange, so ein bisschen beige. Sehr, sehr interessant. Am selben Stumpf können auch junge und auch hier unten etwas ältere Exemplare erscheinen. Ja, seht ihr, hier sind die schon ein bisschen so gräulich. Das heißt, dass sie schon älter sind. Und hier oben, ja, wenn die so pink sind, so ein bisschen rosa, da sind sie sehr jung. Ach, schaut mal, was an diesem Stumpen hier los ist. Ja, wir haben hier unglaublich viele Blutmilchpilze, ja. Seht ihr das hier so schon in so einer schleimigen Konsistenz, die sich gerade so zusammenschließen? Hier haben wir auch ältere Exemplare. Schaut mal her, die sehen dann eher so bräunlich aus, Richtung gräulich auch, mit so einem leichten, ja, rosa-pink-Einschlag. Ja, die sind schon ein bisschen älter hier und die bilden jetzt auch schon praktisch die Sporenpulvermasse. Und der ganze Stumpf, das geht hier so weiter. Wir gucken uns jetzt den ganzen Stumpf nochmal an. Von jeder Seite, also wieder so ein richtiger moderiger Stumpf, und hier, wenn wir so rumgehen, noch mal auch frisches Wachstum von denen, und die sind hier so richtig schön pink, also eine wunderschöne Farbe hier, ja, und in aller möglichen Altersstufen sind die hier vertreten. Und hier drüben geht es so weiter, ja, unglaublich faszinierend. Hier haben wir mal eine gelbe Lobblüte auf einem einzelnen Blatt drauf. Ja, das können die auch machen. Die können auch auf Blättern erscheinen. Und man kann da auch noch mal ein bisschen erkennen, dass die sich auch hier auf diesem Blatt schon fortbewegt hat. Ja, hier auch wieder eine tolle Struktur. Wunderschön. Eine Überraschung. Hier habe ich noch mal einen schuppigen Stielpolling gefunden. Ja, der wächst hier an auch so ein Laubholzstumpen raus. Und wenn man sich den von unten anschaut, kann man diese wunderschönen Poren erkennen, die so unregelmäßig auch geformt sind. Ja, also hier oben typisch diese Schüppchen, die er zeigt. Und von unten müsste man eigentlich diesen schwarzen Stiel erkennen können. Ich gucke mal, ob ich den irgendwo erkenne. Ja, die sind noch recht jung, das heißt, der Stiel ist noch relativ weiß bis cremefarben. Ja, ich kann es leider nicht wirklich erkennen, aber das müsste er auf jeden Fall sein, der schuppige Stielpolling. An diesem Nadelholz wachsen hier so kleine gelbe, am Ende verzweigte kleine Pilze raus, und zwar ist es ein Erstfund für mich, und zwar ist es der gegabelte Nadelholzhörnling. Der sieht dem klebrigen Hörnling total ähnlich, aber der hier, der verzweigt sich nur so entweder gar nicht an der Spitze oder nur zweimal. Und der klebrige Hörnling, der verzweigt sich viel, viel häufiger und wächst auch eher so aus dem Boden heraus, beziehungsweise nur an so Stumpen. Und der hier wächst ja über das ganze Substrat. Und an den Enden könnt ihr das ganz gut erkennen, dass die halt nur so ein bisschen gegabelt sind. Na, von der Konsistenz genauso wie der klebrige Hörnling, aber auf jeden Fall ist es hier ein anderer Pilz, also der gegabelte Nadelholzhörnling. Ja, hier wunderschön überall kommen die jetzt hier raus, ein frisches Wachstum. Könnt ihr das erkennen? Wunderschön. Ja, hier auch nochmal von der Seite. Auch hier kann man das ganz gut erkennen, dass die nur so doppelt gegabelt sind.
Hier auf diesem Blatt wächst jetzt das weiße Fadenkeulchen. Ja, hier sieht man typisch wieder diese schleimigen Strukturen, die hier über dieses Blatt schon gewandert sind. Ja, und hier sieht man diese kleinen weißen Kügelchen. Könnt ihr das erkennen? Und die strecken sich dann noch, also die haben dann wie so einen kleinen Stiel dann später dran. Ja, sehr, sehr faszinierend. Und ihr seht überall schon diese schleimige Schicht hier auf diesem Blatt drauf. Ja, wunderschön. Hier könnt ihr noch mal ganz gut erkennen, warum Schleimpilze überhaupt Schleimpilze heißen. Schaut mal hier, diese richtige schleimige Schicht hier oben drauf, die sich dann so zu wunderschönen Fruchtkörpern bildet. Hier einmal wieder der geweihförmige Schleimpilz. Schaut mal diese wunderschönen Strukturen an und die sind wirklich winzig, winzig klein. Also da muss man schon ganz genau hinschauen, um diese Schönheit zu entdecken. Ein großer Pilz mit Hut und Stiel. Und zwar haben wir hier einen Scheidenstreifling. Ja, wahrscheinlich handelt es sich jetzt um den zweifarbigen Scheidenstreifling. Man kann das ganz gut erkennen hier am Hut. Wir haben hier zwei verschiedene Farben. Ja, einmal innerlich ein bisschen dunkler und äußerlich so hell. Und wir haben diese typische Riefung, ja, die so ja, ein Drittel des Hutes sogar bedeckt. Und hier unten, da haben wir typisch für eine Amanita-Sorte, ist es in so einer Hülle drin, ja, also in so einer Scheide, wie man das bei den Scheidenstreiflingen sagt. Ja, unglaublich, was die Schleimpilze heute machen. Schon wieder an einem anderen Stumpf habe ich den geweihförmigen Schleimpilz gefunden. Hier wieder wunderschön in einer unglaublich großen Anzahl auch von diesen Fruchtkörpern. Schaut euch das mal an. Wunderschön und wieder an so einem richtigen verrotteten Baumstumpf. Ja, also meistens ist es Nadelholz, würde ich sagen. Und hier drüben nochmal, ja, also wunderschön. Also wie die hier loslegen nach diesem ergiebigen Regen. Also wir hatten so in der letzten Woche so ungefähr zwischen, ja, 30, 40 Liter. Und davor, die Woche zuvor, waren es, glaube ich, auch so um die 10 Liter. Also das ist absoluter Wahnsinn. Ihr schaut euch das an. Wunderschön, diese Fruchtkörper. Ich krieg's gar nicht so schön drauf, wie schön die eigentlich sind, weil die sind wirklich mini klein. Aber guckt euch diese Strukturen an. Also wie gesagt, die Schleimpilze, die faszinieren mich so unglaublich. Also eine meiner Lieblingsarten. Auch an so kleinen Ästen oder auch Nadeln können die erscheinen oder sogar hier auf dem Sauerklee. Die gelbe Lobblüte, ja, die schließen sich jetzt hier alle zu so einem Plasmodium zusammen. Also sie sind vorher schon über dieses Blatt drüber gewandert. Das kann man hier so an dieser Schleimspur erkennen. Ja, und dann bilden die so wunderschöne gelbe Fruchtkörper. Die ist ja noch sehr, sehr jung. Ja, wunderschön. Man könnte das auch in so Zeitrafferaufnahme machen. Weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber es wäre wunderschön anzuschauen. Ja, hier guckt mal, wunderschön. Hier wächst der Waldakelei. Das sind auch wunderschöne Blümchen hier im Wald. Ja, die wachsen auch wild. Ja, die gibt es natürlich auch bei uns im Garten, aber hier wachsen die wild. Und wir schauen uns die mal auch von der Nähe an. Also die gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier in so einem schönen, ja, blau-violett, würde ich fast sagen. Ja, wunderschön. Schaut euch mal diese schönen Blüten an. Ja, und hier drüben haben wir sie auch in weiß. Ich habe sie auch schon mal in rosa gesehen. Da sehen die auch ganz, ganz toll aus. Und so ein Pink. Ja, da hinten ist ein bisschen eher ins Rötlich gehende. Ja, und hier nochmal ein wunderschönes, dunkles Violett. Also die sind auch so schön jetzt hier im Wald. Also geht da mit offenen Augen durch den Wald, dann findet ihr solche Schönheiten. Und wenn ich mich rumdrehe, was haben wir hier? Wieder frisches, junges Wachstum. Vom Blutmilchpilz natürlich. Der begleitet uns ja heute schon den ganzen Tag hier. Ja, hier kann man das auch noch mal schön sehen. Diese wunderschönen pinken Fruchtkörper. Und ein kleines Stück weiter wieder Blutmilchpilze. Hier eher in so einer orangenen Farbe. Ja, die sind echt variabel so in ihrer Farbgebung. Unfassbar. Ja, wunderschön, auch ganz, ganz jung hier gewachsen. Ist es ein Schleimpilz? Nein,
Da haben sich die Schnecken schon ordentlich bedient hier. Und zwar am flockenstieligen Hexenrolling. Ja, hier wächst jedes Jahr immer an der gleichen Stelle der erste und der letzte Flocki des Jahres. Ich bin hier leider ein bisschen zu spät. Schaut mal, der ist schon echt malträtiert worden hier von den Schnecken. Ja, aber man kann es noch erkennen. Also der hat gar keine Röhren, gar nichts mehr. Unfassbar. Und die nächste Art zeigt sich heute aus der Gattung der Amanita-Sorten. Und zwar ist es ein grauer Wulstling. Schaut euch das mal an. Ein ganz kleines, mini kleines Exemplar hier. Also ich vermute, es ist ein grauer Wulstling. Ich nehme den natürlich hier nicht raus. Es könnte auch ein roter Perpelt sein, aber ich vermute eher, es ist ein grauer Wulstling. Ja, wunderschönes kleines Exemplar hier. Der bleibt erstmal stehen. Den gucke ich mir nächste Woche nochmal an, wenn er steht. Dann können wir uns den nochmal genauer anschauen. Auch bei dem Flocki bin ich hier zu spät dran. Ja, der ist schon richtig weich hier. Da waren auch die Schnecken schon dran. Aber man kann noch ein bisschen erkennen, diese roten Röhrenmündungen. Ja, die kann man noch sehen. Und der hier, der hat es auch hinter sich. Ja, da haben schon einige auch dran rumgenagt. Der ist auch schon mega weich. Also, uah, ja. Also der ist nichts mehr, ne? Man sieht auch gar nichts mehr an Röhren. Ja, Wahnsinn. Der ist auch schon hier. Und noch ein paar Meter weiter zeigt sich jetzt hier wieder ein Scheidenstreifling. Wahrscheinlich auch wieder ein zweifarbiger Scheidenstreifling. Ja, man kann das ganz gut hier auch wieder erkennen. Ne? Die unterschiedlichen Farben vom Hut. Einmal dunkler in der Mitte und dann so ein Rand, ne, der heller ist. Dann haben wir hier wieder diesen Stiel, der in dieser Scheide, also in dieser Vulva drin steht. Ja, so eine lappige Scheide ist das. Die wären alle essbar, aber da muss man sich auch wirklich hundertprozentig sicher sein. Jetzt seht ihr noch eine gelbe Lobblüte, die schon ein bisschen älter ist. Da sieht man nicht mehr so diese blumenartige Strukturen, sondern eher so was Kissenartiges, so schwammartig sieht die dann hier aus. Ja, man sieht überall, wo die hier schon rumgekrochen ist, ja, und bildet dann praktisch diese Plasmodien aus, wenn die fertig ist. Auch der Fingerhut fängt jetzt hier schon an mit Blühen. Ja, wunderschön. Ja, wir gucken uns dann nochmal die Blüten ein bisschen genauer an. Also die haben hier so eine wunderschöne pinke Farbe. Ja, der blüht jetzt auch schon wunderbar. An dieser altbekannten Stelle kommt dieses Jahr wieder der getropfte Saftpolling. Ja, hier mit ganz frischem Wachstum, ja, mit diesen wunderschönen Gutationstropfen. Und wir haben auch altes Wachstum, was man hier noch sieht, ne? Diese lappigen Dinger, die hier rumliegen. Ja, das sind die alten Fruchtkörper vom letzten Jahr. Übrigens, wenn ihr mal mehr wissen wollt über einzelne Pilze, da habe ich eine Playlist erstellt, die nennt sich Pilze unter der Lupe. Da kann ich die Pilze auch nochmal richtig behandeln. Da gebe ich euch Tipps für das Suchen oder auch welchen Speisewert sie haben und so weiter. Also nehme ich dann richtig unter die Lupe. Das ist hier in so einem Video immer ein bisschen schwierig. Auch der Nadelholz-Braunpolling ist ja schon da. Ja, wunderschön, da freue ich mich. Ja, hier an diesem Stumpf habe ich den letztes Jahr schon mal gefunden. Ja, das sind noch alte Fruchtkörper. Und hier zeigt er ganz junges Wachstum. Schaut mal her. Ja, hier dieses kleine Knubbelchen. Und typisch ist, wenn man an dem ein bisschen reibt, verfärbt sich dieses, ja, wunderschöne Exemplar bräunlich. Ja, das ist ganz, ganz typisch für den Nadelholz-Braunporling. Und der hat auch wirklich wunderschöne Poren. Das kann man von hier jetzt ganz gut erkennen. Ja, wunderschön. Und die wachsen praktisch immer so weiter und überdauern sogar den Winter als ja, so korkige Fruchtkörper. Und hier sind sie noch richtig weich, so wie so ein Kissen sogar. Ja, und da haben auch schon Schnecken dran rumgeknabbert. Und da sieht man auch, dass sich das dann so bräunlich verfärbt. Ja, wunderschön, da freue ich mich. Und hier drüben, schaut mal am Fuße, dieser Kiefer, kommt auch ein Mini-Exemplar heraus. Moment, ranzoomen. Ja, da schaut her. Auch so ein kleines Exemplar. Die wären doch richtig groß. Hier zeigen sich jetzt auch mal ausgewachsene Exemplare vom grauen Wulstling. Ja, der graue Wulstling wäre an sich ein essbarer Pilz, allerdings ist er nicht besonders schmackhaft und es besteht immer Verwechslungsgefahr zum tödlich giftigen Pantherpilz. Dann entnehmen wir den jetzt hier mal.
Ja, typisch für eine Amanita-Sorte ist auch diese, ja, Knolle zum Beispiel, ne? Also Knollenblätterpilz. Ja, der unterteilt sich praktisch in einen Kopfteil, einen Stiel, einen Knollenteil und in einen häutigen Ring, der so ein bisschen, ja, wie so eine Manschette, also praktisch wie so ein Plissé-Röckchen aussieht. Ja, also der hat so eine geriefte Manschette. Ja, der bleibt jetzt natürlich hier im Wald, den nehme ich nicht mit, ist für mich kein guter Speisepilz. Ich beende jetzt für heute meine Runde nach 6 Kilometern rund. Ja, es war wunderschön heute im Wald nach dem ergiebigen Regen. Okay, hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder hier im Wald. Tschüss!